Ja, hallo, schön, dass ihr mal wieder bei mir im Wohnzimmer seid. Heute ist etwas Schönes der Fall. Die Nintendo Switch ist rausgekommen. Und ja, eigentlich wollte ich gar kein Unboxing mehr zeigen, weil ja, es ist halt doch irgendwie so ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber dann sitzt man in der Arbeit und denkt sich, ja, was machst du heute Abend? Keine Ahnung, keine Verwendung für dich selbst. Ruft ein bester Spätzle an oder ein sehr guter Spätzle. Es gibt einen besten Spätzle, aber das ist sein Bruder, dementsprechend sind wir bestimmt nicht sauer. Also Florian, das ist für dich, weil er hat mich darum gebeten, hey, du hast doch bestimmt die Konsole geholt, beziehungsweise er wusste schon, weil ich habe es auf allen Medien gepostet, wo ich zur Verfügung hatte. Und er hat gesagt, ja, also wenn du es hast, dann mach doch mal ein Unboxing. Deswegen, Flo, das ist ganz speziell für dich, die Nintendo Switch. So, ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt einfach mal ein bisschen näher im Detail an und ich hoffe, ich kann euch da so das eine oder andere zeigen. So, da ist auch schon der Karton. So schaut er aus. Erstmal unspektakulär, dann wird das Ganze aufgemacht und da kommt jetzt schon mal das wichtigste Teil zum Vorschein. Und zwar, das ist schon die Konsole. Das ist schon die Switch. So schaut die aus. Ich habe so eine Schutzfolie schon drauf gemacht, da nicht wundern. Wer sich fragt, wo kommt denn da das Spiel rein, ist recht tricky. Und zwar hier ist eine Klappe und so, jetzt muss ich es rausfummeln, schaut das Spiel aus. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr klein gehalten und dann wird das wieder reingemacht. Ansonsten haben wir hier oben noch so ein paar Anschlüsse für den Kopfhörer hier drüben. Nicht wundern, mein Finger ist ein wenig zerstört. Dann hier wahrscheinlich so Lüfterthema, bisschen Abluft, Anschalter und Lautstärke. Hier unten, da ist Stromanschluss. Bisschen doof positioniert, weil man kann es dann nicht so aufstellen. Weil dafür, fürs Aufstellen, für den sogenannten Tischmodus, gibt es hier, so sieht man es ein wenig besser, diesen kleinen Standfuß. Für diese Konsole selber gibt es natürlich dann auch noch hier Bedienungsmöglichkeiten. Das ist sozusagen das, was, ich zeige es euch einfach mal, hier so rechts rankommt und dann klickt so rein und das gleiche gibt es natürlich auch für die andere Seite. Das heißt, da einfach einführen und dann auch hier dieser Klick und so schaut das Ganze Teil dann in Summe fertig aus. Ja, dann geht's weiter. Ist da noch was drin? Nee. Das ist so ein Einschub. So, ich krieg's nicht rein. So, jetzt. Dann, was haben wir hier noch? Eine importante Information. Ja, egal. Natürlich Kabel, das ist das Stromkabel. Dann auch natürlich ein HDMI-Kabel, ohne dem geht erstmal gar nichts. Dann gibt es noch, die habe ich selber auch noch nicht angeschaut, so Schlaufen. Die sind wohl, das kann ich hier nochmal auch versuchen zu zeigen, wenn ich hier diesen Controller hier habe, dann kommt hier diese Schlaufe hier so rein, weil jetzt kann man das als kleinen Controller benutzen. Das ist ganz cool, also ganz nett gemacht, dass man da auch dementsprechend wirklich hier mit diesen Mini-Controllern arbeiten kann. So, jetzt mache ich das wieder raus. Natürlich gibt es so eine Schlaufe auch für den linken. Ich glaube, das ist dann klar. Und das ist sozusagen der Controller. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, nee, halt, das ist doch der Controller. Nee, und zwar kann man auch den hier mal wieder einstecken und das gleiche, das zeige ich einfach mal, dass ihr auch nochmal seht, wie so der Controller aussehen könnte. Das heißt, auch hier wird wieder eingesteckt und dann hat man so das fertige Controller in seiner Hand, den fertigen Controller. Gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, einen Pro-Controller, der kostet dann 70 Euro zu kaufen, aber für Leute, die sagen, nee, das reicht mir, ist es schon mal auf jeden Fall eine interessante Option, weil so kann man auf drei Arten spielen. Man kann es entweder so machen, wie ihr jetzt seht, man kann es an den Controller machen oder, und das geht auch tatsächlich sehr gut, das habe ich schon mal ausprobiert, man zockt einfach so.
Man chillt auf die Couch und hier drüben und man hat alle Hände frei. Also ist eigentlich echt ganz geil, muss ich mal wirklich sagen. Und hier drüben, das wird so das Herzstück sein für den Fernseher. Das ist das letzte Teil, was ich noch gar nicht gesehen habe. Und das ist nämlich sozusagen die Docking Station. Das heißt, die Switch kommt dann hier rein. Und ab jetzt würde sie dann über den Fernseher laufen. Man holt sie wieder raus und es geht wieder über die Konsole. Ansonsten ist hier selber nicht mehr viel. Man kann hier scheinbar noch ein Kabel verlegen und es aufstellen. Ja, da genau, da ist HDMI-Anschluss und sonstiges. So, da sehen wir es auch. Und Strom und USB und sonstiges. Also das kann man dann da anstecken und dann verlegt man schön und stellt es halt dann daheim hin. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Konsole mal so ein bisschen live zu sehen, in Anführungszeichen. Es wird davon auch noch ein Angezockt geben, das kann ich euch versprechen. Daher bin ich gespannt und ich hoffe, es wird euch gefallen. Bis bald, euer Eckeramba.